Moin zusammen, heute wird Brot gebacken, genau genommen Treberbrot. Der Treber ist sozusagen das Getreide, was halt übrig bleibt, nachdem man das Bier gebraut hat. Das ist an sich das Malz halt, was aber fast komplett frei von Zucker ist. Also sehr gut, wenn man es halt Diabetiker ist oder allgemein halt Kohlenhydrate reduziert essen möchte. Ich habe mir ein Rezept rausgesucht, was ich schon sehr oft gemacht habe, was auch echt lecker ist. Dazu habe ich 500 Gramm Weizenvollkornmehl genommen. Dann, was immer sehr lecker ist, weil es auch nachher sehr, sehr schön im Schnittbild aussieht, habe ich 200 Gramm getrocknete Feigen und so eine bunte Fruchtmischung. Das sind getrocknete Kirschen, Aroniabeeren und Cranberries. Einfach nur, weil die halt diesen leckeren, süßlichen Geschmack haben. Dann habe ich hier noch 250 Gramm Treber. Also normalerweise, wenn ich halt Bier braue, ich habe gestern 10 Liter gebraut, bleiben ungefähr 2,5 Kilogramm oder sagen wir mal 2 Kilogramm Treber übrig. Die kann man sich halt portionsweise einfrieren und wieder auftauen, beziehungsweise wenn man halt eine größere Familie hat, auch einfach mal ein größeres Brot halt backen und natürlich noch Salz. Und als erstes vermengen wir das Salz, da brauchen wir einen Teelöffel von. Mal, jetzt habe ich natürlich hier keinen Teelöffel. So, als erstes vermische ich die ganzen trockenen Zutaten, das heißt, hier ist schon das Mehl drin. Dann gebe ich da jetzt noch einen Teelöffel Salz hinzu. Dann kommen da die Früchte rein. Natürlich, Hände sind vorher gewaschen, ist ja klar. Dann die Feigen. Dann der Treber. Jetzt wird einmal kurz die Maschine angeschaltet. Also erstmal sozusagen wird der Haken reingegeben, geguckt, dass alles schön eingerastet ist. Und einmal kurz gestartet, um halt schon mal alle trockenen Zutaten schon mal vermengen zu können. Jetzt kommt die Hefe dazu. Und jetzt kommt, Achtung, nicht erschrecken, so muss selbstgebrautes Bier klingen. Erstmal in kleinen Schlücken die Hefe, das Bier hinzu. Und dann warten wir mal kurz ab, wie sich halt der Teig entwickelt. Er sollte halt nicht so trocken sein, er sollte nicht so flüssig werden. Da lieber ein bisschen vorsichtiger vorgehen und in kleinen Schlücken alle 10 Sekunden was hinzugeben. Wie ihr jetzt ja gerade seht vielleicht, ist der Teig ein Tuck zu flüssig geworden. Das erkennt man halt daran, dass er keine Fäden zieht und dass irgendwie alles wie Matschepampe aussieht. Da auf jeden Fall einfach einen Esslöffel Mehl dazugeben, wenn es euch passiert ist. Ich war da leider ein bisschen zu ungeduldig jetzt gerade. Und gebe nochmal einen zweiten hinzu. Und dann warten wir mal kurz ab, wie sich der Teig jetzt entwickelt. So, der Teig sieht so gut aus. Ich habe ihn jetzt schon lange geknetet. Dann nimmt man sich den Teig, vorher auf jeden Fall schön erstmal die Hände ein bisschen mit Mehl einschmieren, damit der Teig nicht so dran klebt. Dann kann man sich den Teig schon nehmen und eine Kugel rausformen. Und wenn man alles richtig gemacht hat, dann sollte der schöne Fäden ziehen, wie man auch schön sieht hier. Wichtig ist auf jeden Fall dabei, schön immer die Hände mit Mehl voll zu haben, damit es halt nicht anklebt. So, denkt dran, wir sind hier in der Küche und nicht im Chirurgiesaal. So, dass überall am Teig ein bisschen Mehl dran ist. So, ich gebe jetzt hier ein sauberes Geschirrtuch auf die Schüssel und den stelle ich jetzt in den Backofen. Den habe ich vorgeheizt auf 50 Grad. Das ist die Temperatur, wo halt die Hefe extrem gut arbeiten kann. Ich stelle mir den Timer auf 30 Minuten und da schaue ich das erste Mal nach. Ganz wichtig halt immer bei Hefe, sie braucht frischen Sauerstoff, das heißt einen Kochlöffel zwischen die Ofentür geben. Dann stelle ich mir jetzt einen Timer auf 30 Minuten und das ist dann das erste Mal, wo ich nachgucke. Und der Teig, der jetzt gerade so ist,
sollte dann halt schön aufgegangen sein. Wenn dann das nicht ist, dann nochmal einen Timer stellen auf nochmal eine halbe Stunde und dann nochmal kontrollieren. Okay? Passt. Gut. So, jetzt ist die halbe Stunde um. Jetzt nehme ich mir erstmal ein bisschen Mehl, verteile es auf die Arbeitsfläche, packe, das war jetzt nicht geplant, nehme meinen Teig hier raus. So, wie man sieht, ist der Teig richtig schön aufgegangen. Jetzt habe ich ja hier schon mein Mehl auf der Arbeitsfläche. Jetzt nehme ich ein bisschen Mehl in meine Hände. Und dann nehme ich den Teig daraus. So, gibt noch mal ein bisschen Mehl oben drüber. Und dann muss noch mal der Teig per Hand gewalkt werden, so lange, bis er nicht mehr an den Händen klebt. Man merkt richtig gut, dass der richtig voll mit Gasen gefüllt ist, also dass er richtig schön luftig, fluffig ist, so wie halt der Teig auch sein muss. So, jetzt auch richtig den Teig mit richtig Gewicht halt kneten. Der muss halt richtig homogen werden, da darf nirgendwo in der Mitte nicht noch irgendwelche Feuchtigkeitsnester bilden. Also da wirklich ordentlich Mehl, das ist günstig. Und dann wirklich so lange kneten, bis man merkt halt, dass der Teig aufhört, an den Händen zu kleben. So, jetzt zum Schluss nochmal von allen Seiten wirklich halt den Teig in die Mitte ziehen halt, damit man wirklich sicher sein kann, dass halt alles gut verteilt ist. Und dann nochmal richtig schön mit den Handballen nochmal richtig reindrücken, dass wirklich auch alles gut verteilt wird. Ihr müsst halt auch bedenken, dass halt die Früchte auch sehr, sehr viel Feuchtigkeit in den Teig hineinbringen. Hefeteig kneten muss wirklich anstrengend sein. So, und wie man jetzt schön sieht, der Teig klebt kaum noch an den Handflächen. Und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo er in die Form kann. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo dann gleich der Teig in die Form kann. Da formt man den Teig ein bisschen länglich erstmal, so wie er auch nach einer Form sein soll, von der Größe her. Und dann muss man sich die Form nehmen und schön mit Schmackes den Teig da reinknallen. So. Und das kommt jetzt bei 210 Grad für eine Stunde in den Backofen, bis es schön braun ist von außen. So. Brot ist jetzt fertig gebacken. Ich habe es vorhin schon mal rausgeholt und abkühlen lassen. Das sieht jetzt folgendermaßen aus. Wie man sieht, es ist schön braun geworden. Und man sieht auch ganz wichtig oben in der Kruste überall die ganzen Kirschen, die Aronia-Beeren. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut zu sehen. Es hat eine sehr, sehr schöne braune Farbe. Und vor allem, was mir sehr, sehr gefällt, dass man auch sieht, dass es halt wirklich Vollkorn ist. Dass es überall so kleine Körnerbestandteile zu sehen sind. Und jetzt nehme ich mir einmal mein Schneidbrett. Werde mal gucken, ob ich das Brot auch einigermaßen rausbekomme. So, Backpapier hat sich gut ablösen lassen. Und wie man sieht, ist das hier mal ein schönes Brot. Es hat eine sehr, sehr feste Kruste, muss ich sagen. Das spürt man auch ganz gut oben, wenn man rüber geht. Es riecht wunderbar nach frischem Brot, wer hätte es gedacht. Und auf jeden Fall kommen auch so diese leichten Fruchtaromen auf jeden Fall sehr, sehr gut durch. Nehme ich mir einmal mal mein Brotmesser und schneide das mal an.
Das hier ist das Schnittbild vom Brot. Wie man sieht, es hat halt sehr, sehr große, das ist mal schwer auf der Kamera, es hat sehr, sehr große Fruchtstücke. Das hier ist auf jeden Fall eine Kirsche. Hier unten, das sind die Feigen. Und ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal auch Datteln mit hinzugeben. Aber wie man sieht, überall sind halt diese kleinen Früchte drin. Und wenn man das halt nachher isst, schmeckt es halt richtig lecker nach Früchten. Und vom Biss her, ja, das ist mein Lieblingsbrotrezept zum selber backen. Und gerade wenn man halt Bier braut, ist es ja naheliegend, dass man auch Bier und halt das Malz noch weiterverwendet. Es ist halt die Frage, nehmt ihr selbstgebrautes Bier oder gekauftes? Ich persönlich muss zugeben, ich kaufe meistens das Bier, weil das selbstgebraute halt am besten schmeckt. Und dann wäre es halt schade, wenn man es halt zum Brotbacken benutzt. Ab und zu habe ich auch mal Sorten, die mir halt nicht so gut gefallen. Dann nehme ich die sozusagen zum Brotbacken. Aber das ist ziemlich, ziemlich lecker. Und vor allem viele, extrem viele Ballaststoffe. Man hat pflanzliches Eiweiß, sehr, sehr wenig Zucker. Also ideal eigentlich für die Arbeit, fürs Frühstück, zum Abendbrot. Ich kann es jedem nur empfehlen, so oft zu peppen, wie man es halt möchte. Also man kann halt Trockenobst nehmen, man kann es auch ohne Trockenobst machen. Da gibt es viele verschiedene Sachen und manche mag vielleicht mehr Datteln, manche mag mehr vielleicht Kirschen oder andere Früchte. Das Wichtige ist halt nur, dass sie halt möglichst trocken sind, weil die halt sonst nachher halt beim Teig halt Probleme machen können und dadurch auch Schimmelgefahr haben, weil die ja im Teig extrem schwierig halt trocken und da ist es halt wirklich wichtig, dass halt so die Früchte vorgetrocknet sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne meine nächsten Videos, da wird es wieder leckere Sachen geben und da kann ich euch nur sagen, bis zum nächsten Mal, euer Frederik.